Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Podcast von mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin heute nicht alleine da, ich rede nochmal über die Zukunft von Total War mit euch und auch dem geschätzten Mr. Merp. Ich grüße dich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Grüß dich, Günner. Wir haben uns heute nochmal ein paar Talking Points überlegt, was die Schlachtkarten anbelangt. Ihr habt ja immer auch die Möglichkeit, übrigens nochmal so ganz zu Beginn dieses Videos, ihr habt ja immer die Möglichkeit, eigene Talking Points einzubringen. Schreibt die gerne dem Merp oder mir unter die Kommentare, beziehungsweise unter die Videos in die Kommentare. Ihr findet die Videos ja sowohl bei ihm als auch bei mir auf dem Kanal. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns um eure Ideen bereichert, worüber wir noch reden sollten. Heute, wie gesagt, geht es erstmal um Schlachtkarten und Schlachtkarten als Feature in den Total War Spielen. Ich bin gespannt, was du da erstmal zu berichten hast, mein lieber Merp. Und ich habe mir da natürlich auch so ein paar eigene Gedanken zu gemacht. Ja. Schauen wir mal. Also erstmal, was findest du, was stört dich denn an den Schlachtkarten? Fragen wir mal erstmal so rum. Mich stört eigentlich eine ganze Menge zunehmend an den Schlachtkarten, weil ich, umso mehr ich halt diese Spiele spiele und insbesondere natürlich zurzeit Warhammer 1, 2, 3, fällt mir halt einfach auf, dass es häufig Schlachtkarten sind, auf denen du eigentlich nicht wirklich kreativ spielen kannst. Beziehungsweise auch ein echter General, sage ich jetzt mal, diese Maps, beziehungsweise diese Schlachtfelder wahrscheinlich so nie ausgewählt hätte. Das sind aber zwei verschiedene Punkte. Das erste ist das Thema, das ist ein leidiges Thema, das auch du sicherlich kennst. Die KI startet immer am High Ground oder so gut wie immer. Ich würde sagen 98% der Fälle. Ganz genau. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass du es normalerweise als Spieler dadurch einfach wieder herausreißen kannst, indem du dann einfach so ein bisschen so eine runde Reise nach Jerusalem mit der KI spielst, um sie zu umrunden und dann de facto dann auf derselben Anhöhe zu stehen, ohne dass sie es versucht zu verhindern. Oder du stehst dann vielleicht sogar über ihr, weil du es geschafft hast, dann quasi an ihr vorbeizulaufen. Oder du hast manchmal so ganz, ganz komische Engstellen. Ich gebe zu, früher habe ich diese Engstellen gefeiert, aber mir fehlt einfach so ein bisschen an vielen, vielen Stellen die Finesse auf der Karte. Es ist manchmal häufig sehr stumpf, manchmal sehr, sehr einseitig unfair und manchmal sind sie auch vollkommen sinnlos. Also wie zum Beispiel diese typischen Schlachtkarten, auf denen überhaupt kein Gelände ist. Also, die wirklich baumlos sind. Du hast da außenrum Bäume, aber in der Mitte hast du einfach nur eine riesige Fläche ohne See, ohne Fels, ohne Baum. Und häufig hast du halt auch das Problem, dass du dadurch deine Vorhuteinheiten überhaupt nicht aufstellen kannst, um irgendetwas Sinnvolles mit ihnen zu machen. Zu dem Thema kann ich später noch was hinzufügen. Da gefällt mir die grundlegende Mechanik auch nicht, aber das wäre jetzt hier mal so mein Eingang für dich, was deine Meinung dazu ist. Ich bin gespannt. Also als erstes nochmal vielleicht nicht, dass hier der Eindruck entsteht, wir sind die ganze Zeit nur am Meckern und am Motzen. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja, also auch das kennt ihr ja auch an dem Titel jetzt, ne, die Zukunft von Total War. Wir wollen ja einen konstruktiven Entwurf für das Total War-Genre so ein bisschen mit euch auch skizzieren. Dazu gehört natürlich auch erstmal eine Bestandaufnahme. Und da beschäftigen wir uns natürlich auch mit defizitären Punkten. Ich würde aber generell mal sagen, also was du gerade beschreibst, relativ featurelose Maps, ja, oder featurearme Maps, die finde ich eigentlich tatsächlich ganz gut, weil die zumindest so in Ansätzen eine gewisse Fairness in den Schlachten ermöglichen. Ja. Das will heißen, also du hast eine, du, die KI hat ja den großen Vorteil, dass sie gewisse Mali nicht bekommt. Schönes Beispiel, Monster haben einen reduzierten Nahkampfangriffswert, wenn sie im Wald kämpfen. Ne? Bei Warhammer kennt man das ja, bei so Es sei denn, sie sind Gelände erfahren, ja. Spielen. Genau.
Und dann haben die einen um 20% reduzierten Nahkampfangriffswert. Das gilt aber nur für den menschlichen Spieler, das gilt nicht für die KI. Also das gilt für deine Monster. Ne? Ja. Führt dazu, auf hohen Schwierigkeitsgraden verlierst du jedes Nahkampfgefecht im Wald gegen KI-Einheiten bei gleichen Werten. Deswegen finde ich es dann besser, wenn man halt direkt sagt, okay, wir nehmen also nur diese Dimension Höhe und Tiefe. Ja, weil das gilt nämlich für alle. Also Höhenvorteil und tiefen Malus sozusagen. Wenn du unterhalb des Gegners kämpfst, kriegst du ja einen Malus. Genau. Das gilt für beide Seiten tatsächlich. Das gilt für dich und das gilt auch für die KI. Und da hat man dann halbwegs faire Konstellationen. Also wenn es wirklich so wäre, dass die KI-Einheiten dich schlechter treffen, weil du im Wald stehst, dann fände ich das gut. Dann würde ich auch sagen, ja, dann will ich auch Wald auf der Karte haben. Aber solange diese Features einfach nur ein Player-Debuff sind, dann brauchen wir sie nicht. Aber dann kämpfe ich lieber auf einem offenen Feld. Damit stößt du ja de facto ja schon die nächste Türe auf. Warum ist das nur ein Malus für den Spieler? Also das kann man ja nicht wirklich mit Spielspaß letzten Endes begründen, sondern das liegt ja dann an einem Programmierungsdefizit. Ja, da habe ich auch, also das ist tatsächlich ein Punkt, den hatte ich mir auch aufgeschrieben für ein weiteres Video. Aber wir können den jetzt schon mal so ein bisschen anschneiden, nämlich das Problem, dass das in das Spiel, in das Total War-Genre, Features integriert werden, die gegen die KI arbeiten. Denn tatsächlich ist das ein Feature, damit könnte die KI nicht gescheit umgehen. Man merkt das ganz gut in Three Kingdoms. Du erinnerst dich vielleicht noch daran, dass man bei Three Kingdoms die Möglichkeit geschaffen hat, dass man die Wälder in Brand setzen konnte, genau, und mit Brandpfeilen draufschießt. Das führte dazu, dass die KI die Wälder wie der Teufels Weihwasser gemieden hat, weil die KI das nicht handeln konnte, in den Wald reinzurennen. Und du konntest reihenweise KI-Regimenter einfach abmurksen, weil sie durch das Feuer konsequent Schaden gekriegt haben. Es ist ein cooles Feature. Also ich mag das, aber die KI kann es nicht handeln. Ja, aber sie haben das doch in Pharao direkt gleich wieder als ein tolles neues Feature, dass der Waldbrand sich sogar in Windrichtung ausbreitet, mit reingebaut. Mhm. Gut, jetzt reden wir nicht über Pharao. Ich will bloß damit sagen, also das kann ja dann nicht die Begründung für CA gewesen sein, dass sie deswegen jetzt hier die Wälder in Warhammer rausgenommen hat, weil du kannst ja in Warhammer die Wälder ja gar nicht anzünden. Wir können auch gerne noch gleich, wenn du möchtest, auch über Pharao reden. Da hat man das ja dann extra so beworben, dass man sogar gesagt hat, das gilt jetzt auch für die KI. Ja, ne? Also ja, ja. Ich möchte sagen auch, diese Features zum Beispiel, Deckung durch Wald, ne? Das ist ein cooles Feature, kann die KI aber nicht handeln. Die KI könnte das aktuell zumindest oder Stand Warhammer 3, also Entwicklungsstand Warhammer 3, kann die KI damit nicht umgehen. Das wäre meine These dazu. Wahrscheinlich hast du recht, aber woran liegt das? Also denkst du, die KI könnte das noch reingepatcht bekommen oder denkst du, dass das grundsätzlich für Warhammer 3 verloren ist, so ein Feature? Ich glaube, bei Warhammer 3 werden wir diese Änderung nicht mehr erleben. Da stimme ich dir zu, aber die Frage ist halt für mich eher, warum? Ja, ich glaube, also ich muss dazu jetzt auch sagen, jetzt, wenn wir mal schauen, beziehen wir uns mal auf dieses Interview auch von dem McKinley, der war ja KI-Entwickler. Ich bin jetzt natürlich kein KI-Entwickler. Der McKinley sagte gewissermaßen, es erfordert halt sehr viel Aufwand, die KI so zu programmieren, dass sie mit verschiedenen Features und Komplexitätsstufen von Schlachten umgeht. Also wenn wir das mal jetzt ein bisschen aus der Distanz betrachten, ich glaube, das ist ein Punkt, den könnt ihr wahrscheinlich alle nachvollziehen und du kannst ihn auf jeden Fall auch nachvollziehen. Was man da von der KI verlangt, ist schon sehr, sehr viel, denn sie kann ja nicht nur oder sie muss ja nicht nur in der Lage sein, die Einheiten zu steuern, den richtigen Moment zwischen Angriff und Verteidigung abzupassen, sondern es muss differenziert werden zwischen Belagerungsgefechten, zwischen Angriffen, Defensivschlachten, zwischen Siedlungsbelagerungen auf verschiedenen Maps, mit verschiedenen Mapgrößen, mit verschiedenem Terrain.
Ich glaube, insgesamt entsteht dadurch ein so hohes Maß an Komplexität, dass es nicht wirklich gelingen kann, die KI entsprechend darauf einzustellen. Jetzt mag es Spiele geben, wo das vielleicht einfacher ist, aber oder wo es das vielleicht sogar gibt. Aber stellt euch mal die Frage, ob diese Spiele die gleiche Komplexitätsstufe wie Total War erreichen. Häufiger würde ich mal behaupten, wenn wir es zum Beispiel mit RTS-Spielen vergleichen, hast du deutlich weniger komplexe Maps. Du hast häufig wiederkehrende Maps. Oder du nimmst sowas wie zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ne, nimm mal so ein Command & Conquer-Spiel oder so. Mhm. Da hast du dann vielleicht, wo du tatsächlich so diese, ne, da hast du in dieser Kampagne hast du irgendwie 18 Maps oder so. Sagen wir mal 20. Ne? Und da muss nicht differenziert werden zwischen großartigen Terrainunterschieden und ähnlichem. Ne? Also nee, in der Regel, ja auch aus in der Regel gibt es ja gar kein Terrain da. Ja. Ja, macht man auch ganz bewusst aus gewissen Gründen halt eben nicht. Und es ist nochmal was anderes, wenn eine KI in Echtzeit darauf reagieren muss. Das ist ja auch was, deswegen sieht man manchmal diese krassen KI-Aussetzer. Weil die KI es manchmal nicht schafft, in Echtzeit darauf zu reagieren. Das war übrigens etwas, das hat man ganz lange in Warhammer durch Skripte gelöst. Und wenn ihr mal überlegt, diese ganzen Questschlachten, die auch noch dazukommen, die sind ja sehr, sehr hart auch geskriptet. Auch da würde ich sagen, übrigens die Hinterhaltgefechte sind auch geskriptet. Ne? Ja. Also man kompensiert mit Skripten das, was die intelligente Lösung oder was die intelligente Maschine in dem Falle nicht leisten kann. Ich glaube, das kann man hier ganz, das kann man bei Warhammer 3 kann man das sehr gut sehen, weil Warhammer wirklich äußerst komplex ist, auch mit den verschiedenen Einheitentypen. Dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, das wir ja so mögen bei Warhammer oder auch bei anderen Total War-Teilen, das ist schon mal ganz gut, weil eine KI damit ein bisschen besser Einheiten handeln kann. Wir alle wissen ja noch, wie das ist, wenn man mit einer Einheit Kataphrakte frontal in Milizhopliten reinchargt. Ne? Also da macht man geringe Erfolge. aber das ist tatsächlich Fluch und Segen zugleich. Also die, ja, und ich glaube, wie gesagt, nochmal, ich will mich jetzt nicht so oft wiederholen, Warhammer 3 halte ich für sehr komplex. Und ich glaube, deswegen werden wir da das nicht mehr erleben. Man wird mit kleineren Skripthilfen wird man vielleicht noch Dinge erleben, wo es besser klappt. Aber schau dir das auch zum Beispiel mal an bei den Seegefechten. Warum gibt es keine Seegefechte mehr? Oder warum gibt es diese Seegefechte nicht? Weil die KI einfach hemmungslos scheitert bei den Seegefechten. Es ist schlichtweg auch nochmal ein ganz anderes Komplexitätslevel, was nochmal mit Seegefechten erreicht werden müsste. Und deswegen hat man diese Landschlachten als halbwegs passable Lösung. Und bei Warhammer hast du halt immer nur die gleiche Map. Es ist ja eigentlich, oder fast immer, ne? Oder? Es ist immer die gleiche Map eigentlich. Es sind sehr ähnliche, ja. Ne, es ist immer dieses Loch in der Mitte, diese Hügel an den Außenseiten und so, und dann noch dieser kleine Hubbel da in der Mitte. Das sind immer die gleichen Schlachtszenarien, weil es nicht anders machbar wäre. Du kannst nicht noch mehr Schlachtmaps reinmachen. Und da kann ich vielleicht einen Punkt aufgreifen, der bei unserem letzten Video drunter geschrieben wurde, also bei unserem ersten, nämlich, was ist denn eigentlich aus dem Schlachtkartendesigner geworden? Das wäre halt so mega geil, wenn man das tatsächlich hinbekommen hätte, dem Spieler so einen Schlachtkartendesigner an die Hand zu geben, dass du gewissermaßen deine eigenen Maps erstellst oder du machst einen Community-Contest raus und so weiter. Da sehe ich die Zukunft drin, aber diese Zukunft sehe ich auch nur mit einer anderen KI. Also die aktuelle KI in Warhammer 3, auch in Pharaoh, das werden wir da nicht sehen. Also ja, also auch wenn wir nochmal zurückdenken an, nehmen wir mal Total War Saga Troy, das war ja wirklich, was die Vielfalt der Schlachtkarten angeht, war das ja wirklich mal, also für einen modernen Total War-Teil war das ja einer der schlechtesten überhaupt. Die Siedlungsbelagerungen waren so eindimensional. Also ich würde mal sagen, da ist eine Raufasertapete deutlich abwechslungsreicher. Wobei man das jetzt auch über Warhammer 3 sagen kann, seitdem sie im Grunde auch jetzt hier die meisten, also die Befestigungen im Grunde aus den
Siedlungs-, also den Nebensiedlungsgefechten rausgenommen haben. Ja, genau. Ja. Also, das ist auch eine Notlösung. Und also, das Moment, darf ich das noch kurz noch hinzufügen? Also, ganz kurz nur. In deiner Aussage spiegelt sich ja auch jetzt letzten Endes wieder, warum wir nicht selber entscheiden dürfen, was für eine Garnison in so einer Nebensiedlung oder Siedlung ist. Ja. Weil das ist alles im Grunde aus deren Sicht gebalanced, in Anführungszeichen, das, was die KI mit dem Aufwand, den sie betreiben können oder wollen, leisten kann. Aber jetzt stelle ich mal eine Gretchenfrage. Du sagst ja zu Recht, die in Anführungszeichen guten Schlachten sind geskriptet. Und es gibt ja auch genügend von diesen Questschlachten. Ganz kurz, nur damit ich nicht falsch verstanden werde. Ja? Nicht die guten. Also das müssen, das würde ich nicht sagen. Okay, ganz ich wollte bloß damit sagen, es gibt welche, die sind gut. Okay. Und es gibt auch welche, die sind schlecht. Also manche sind auch wirklich gut. Die machen Spaß, wenn man sie spielt. Ja. Aber ich stelle jetzt einfach mal die Gretchenfrage. Es ist doch bekannt, dass wir als Spieler permanent auf Steam und bestimmt auch auf Epic, früher oder später, wenn es nicht schon längst passiert ist, ich kenne mich mit Epic nicht aus, ich will es bloß mal kurz mal ansprechen, überwacht werden. Wirklich, jeder Klick, den wir machen, wird im Grunde getrackt. Also, die haben doch Statistiken garantiert, wie auf welcher Map durch die Spieler gespielt wird. Dadurch haben sie doch Daten. Und diese Daten, das muss ja nicht mal ein Mensch auswerten. Das kannst du heutzutage doch durch eine KI jagen. Müsstest du doch einfach gucken können und davon einen Schwierigkeitsgrad für zukünftige Spiele ableiten können, wie besonders kreative Spieler, besonders erfolgreiche Spieler bestimmte Maps bespielen mit einer bestimmten Einheitenkonstellation gegen eine andere Einheitenkonstellation und daraus die KI ihre Strategie schöpfen lassen, dass sie ähnlich spielt wie wir. Denn ich hatte teilweise ja schon den Eindruck in den vergangenen anderthalb Jahren, dass einige KI-Verbesserungen mich teilweise überrascht haben. Zwar nicht langzeitlich, aber ich hatte manchmal das Gefühl, als ob CA mir über die Schulter geguckt hätte und mir meine Taktiken geklaut hätte und die KI sie de facto plötzlich einsetzen lässt. Und ich frage mich halt, warum das nicht schon längst gemacht wird, weil die wissen ja, wie wir spielen. Okay, ich habe noch einen Punkt, den ich noch nachreichen wollen würde dazu. Das, ja. Vielleicht kann man das auch sinnvoll miteinander verbinden. Also ich meine erstmal, wir haben darüber ja auch schon im letzten Part gesprochen. Also erstmal, nehmen wir nochmal die Belagerungsschlachten, die eindimensionierten oder einseitigen Belagerungsschlachten. Ne? Genau, ja. Das tolle Feature bei Warhammer 3, was kam mit der Realms of Chaos Campaign, ne? Die Türme. Dass du Einheiten bekommst, dass du Türme bauen kannst auf der Karte, dass du Mauern bauen kannst, dass du Barrikaden, Fallen. Ja, genau. Ja. Ne? Und solche Sachen, dass du das bauen kannst. Was ist ja im Endeffekt, gab es das ja auch schon bei Attila, ne? Bei Rome 2 gab es das auch. Ne? Da konnte man diese brennenden Bälle und so ein Kram konnte man hinbauen. Und auch bei Three Kingdoms gab es das eingeschränkt, genau, ja. Genau, und den Umstand, dass du das machen kannst und dass diese Dinger so wenig bringen, das sagt auch sehr viel über das Spiel aus. Und die Tatsache, dass die KI in diesen Verteidigungsschachten, achte mal drauf, bei Warhammer 3, die baut immer das Gleiche. Ich weiß. Immer diese Pfeiltürme. Ich weiß. Und die baut immer diesen... Die baut immer diesen Debuff für, ich glaube, für Geschwindigkeit und Nahkampfangriff oder so ist der. Mhm. Und sie baut immer diese Palisade, wo sie Fernkämpfer draufstellt und das auch ganz oft mal dann ganz oft nicht hinkriegt, dass die da stehen bleiben und da richtig wirken, weil sie kriegen einen Reichweitenvorteil und einen kleinen Schadensvorteil und so. Ja. Also das hat auch einen Grund und das sagt viel über das Spiel aus, dass dieses Feature eigentlich wirklich mehr oder weniger nutzlos ist. Und vor allen Dingen dem menschlichen Spieler auch recht wenig bringt. Also sie bringen was,
Aber sie bringen dir nur was, wenn du ohnehin schon eine starke Armee in der Garnison hast. Das vielleicht nochmal ganz kurz. Ja, also wenn es so 50-50 steht, ne? dann hast du genau, eine gute Chance, dadurch es rumzureißen. Ja, genau. Da kann es das Zünglein an der Waage sein. Ne? Genau. Aber es ist nicht wirklich so, dass es einen großen, es bringt keinen großen strategischen Mehrwert bei den Schlachten. Schlachten werden über Army Loss Penalties entschieden. Schlachten werden darüber entschieden, dass du die Einheiten killst oder dass du halt entweder exploitest und irgendwie so einen Siegpunkt halt snatchst. Ne? Aber das ist vielleicht, das mit den Siegpunkten ist auch nochmal so eine Sache für sich. Aber ja, das haben sie jetzt sogar geändert. Ne? Du kannst jetzt ja gar nicht mehr einfach durchsneaken und den Hauptsiegpunkt dir einfach so klauen. Ja. Du musst ja jetzt aber diesen Zwischensiegpunkt holen. Ja, und das war auch so. Aber das war auch so bezeichnend. Das war so bezeichnend. Mit der Dryker-Kampagne, ne? Die du spielen kannst, wo du hingehst und diese Dryaden einfach auf dem Siegpunkt beschwörst und dann capturen die den. Mhm. Und dann gewinnst du das Ding, weil die Einheiten nicht mehr rechtzeitig da sind. Egal. So, lass mal das ausnahmsweise immer nochmal weg. Also aber den Punkt, der war mir noch wichtig, das nochmal nachzureichen. Das sagt viel über das Spiel und über die Fähigkeiten der KI aus. Dann haben wir noch das Mitprotokollieren von Spielereignissen und wie das halt läuft. Also, ich glaube, wenn du eine CA-KI trainieren wollen würdest oder CA eine KI mit Daten von dir trainieren will, dann brauchen sie deine Einverständnis dafür. Ich weiß nicht, ob sie die haben. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob das abgedeckt ist durch die aktuellen Nutzungsbedingungen. Die beziehen sich in meines Wissens nach im Wesentlichen auf den Launcher und welche Daten der halt eben erfasst. Nicht unbedingt auf das Spielgeschehen selbst. Ja, also die Masse an. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man eine KI trainieren will, dann könnte man ja Total War Pharaoh nehmen, weil das spielen kaum Leute, da ist der Datensatz überschaubar. Dann muss man da auch nicht so viel Auswertungsarbeit leisten. Das wäre bei Warhammer 3 natürlich nochmal was anderes, weil das einfach auch das viel erfolgreichere Spiel ist. CA würde aber, also ich weiß tatsächlich nicht, ob man diese KI wirklich gut trainieren kann. Es gibt viel, also man erkennt ja, dass die KI sich ein bisschen weiterentwickelt. Man denke zum Beispiel, dass halt sinnlos Salven um Salven von Artillerie und Fernkämpfern immer auf die Kommandanten verschwendet worden sind. Was man benutzt hat, um, weiß ich nicht, die Munition halt rauszuleachen. Man erkennt auch, bei Three Kingdoms war es auch sehr schön, du hast so eine Einheit Schildträger genommen und hast die dann beim Gegner in die Schussreichweite gestellt und hast sie dann in diese Testudo-Formation oder so gestellt, dann haben die Gegner die komplette Munition da drauf geballert und dann war es halt, dann haben sie es gemacht, ja, die schießen jetzt nur noch, wenn sie nicht mehr in dieser Testudo-Formation, in dieser Schildwall-Formation sind, dass man hingegangen hat, die Formation immer an- und ausgeschaltet, an- und aus und dann hat man immer darauf gewartet, dass die KI die Munition wegschießt. Tatsächlich läuft das alles, glaube ich, diese Total War KI funktioniert, was das angeht, einfach viel schlechter, als wir uns das jetzt gerade vorstellen. Also ich glaube, das ist halt alles andere als ein Alpha, was wir da erleben. Also ich glaube tatsächlich, da läuft viel, viel mehr über Skripte, da läuft viel, viel mehr über konkrete, also über so sehr sehr einseitige Analysen, die von niedriger Komplexität geprägt sind. Das würde ich sogar unterstützen, jetzt wo du das gerade eben so ausformulierst. Aber das zeigt ja dann eigentlich auch wieder nur, dass sich so ein bisschen seit der Sache von dem Mr. McKinley, dessen Statement ja jetzt gerade eben erst relativ frisch übers Internet gerollt ist, vielleicht aktueller ist denn je, beziehungsweise die Aktualität seit Rome 2 sich eigentlich nicht verringert hat, was dieses Thema KI angeht, oder? Also du meinst jetzt, dass die KI mehr oder weniger gleich geblieben ist? Nein, dass sie einfach in dem Sinne gleich geblieben. Also ich billige Ihnen schon zu, dass sie sie weiterentwickelt haben, aber trotzdem irgendwie stiefmütterlich. Ach so, okay, pass auf. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich glaube, das kann man sagen. Du merkst das bei Pharaoh vor allen Dingen. Also wir haben ja so im Vorfeld für die Zuschauer, der Map und ich, haben im Vorfeld so ein bisschen kurz drüber gesprochen, ob die KI
in Pharaoh jetzt besser geworden ist oder nicht, ne? Das berührt jetzt auch den Punkt, den du gerade angesprochen hast. Und ich würde sagen, sie ist insofern besser geworden, weil man mehr Komplexitätselemente aus den Schlachten rausgenommen hat. Also weniger Buttons. Ja, ich meine, weniger Zaubersprüche, weniger Einheitenfähigkeiten und so. Wie viele Einheitenfähigkeiten benutzt die KI? Es gibt Einheitenfähigkeiten, die geben dir Boni und Mali zugleich. Hast du irgendwann mal erlebt, dass eine KI eine Fähigkeit benutzt, die zugleich einen Malus gibt? Ich gebe zu, dass ich nicht darauf achte, was die KI bei sich selber einschaltet. Ich mache mein Ding und hau sie weg. Ja, die KI benutzt Sammeln und neuen Aufschwung und sowas, wie bei Rome 2. Was sie halt wo macht, die Kommandantenfähigkeiten, die du auf dem Feld aktivieren kannst, einseitige Boni bringen. KI benutzt keine Fähigkeit, die dir einen Malus bringt. Ja, okay. Ich gebe zu, da habe ich nicht so wirklich drauf geachtet seither. Ja, sie debufft deine Einheiten, ne? Mit Zaubersprüchen. Ja, das ist logisch. Zum Beispiel das macht bei Warhammer 3. Das ergibt Sinn. Na, aber auch da, sie setzt keine Zauber ein, die ihre eigenen Einheiten wirklich so beschädigen würden oder so. Ja, ja. Ich meine, letzten Endes macht das ja Sinn. Die KI benutzt keinen Flammenschädel. Die KI benutzt vielleicht die Feuersäule oder so bei so einer Verteidigungsschlacht oder so. Aber ich glaube, das macht sie auch nicht. Die benutzt Bereichszauber. Aber du, so, ne? Das erinnert mich jetzt hier gerade eben an eine ganz, ganz andere lustige Anekdote, die ich mal gehört habe. Und zwar, also wir gehen jetzt mal gerade eben komplett weg von Total War. Ich habe mal davon gehört, dass jemand... Warte, stopp, Moment, ganz kurz. Aber wir sind bei, wenn ich mich richtig erinnere jetzt, dann sind wir ungefähr bei 26 Minuten, weil dann könnten wir doch hier... Nee, lass mich das noch ganz, ganz kurz dann machen. Dann können wir sagen, du machst diese Anekdote, genau. Die jetzt gerade nichts mehr mit Total War zu tun hat. Und dann greifen wir die anderen Punkte, die wir noch in petto haben, im nächsten Teil wieder auf. Okay, dann machen wir das, ja. Nee, also, weil ich wollte an dieser Stelle noch gerade eben mal an etwas mich erinnern, dass mal jemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich weiß auch nicht, wann das war, aber ich habe davon gelesen, dass jemand mal versucht hat, eine KI zu programmieren, Tetris auf der allerhöchsten Stufe perfekt zu spielen, ohne zu verlieren. Die Lösung der KI war, das Spiel sofort zu pausieren. Und das ist eine gewisse Ähnlichkeit, die ich sehe, zu dem, was wir jetzt hier bei Total War erleben, dass die KI einfach alles, bei dem sie sich ausrechnet, das schadet mir, das benutze ich gar nicht erst. Und das ist doch eigentlich auch der erste Reflex des Anfängers in Total War, der also noch nicht so viel Erfahrung hat, der würde doch ganz genau so reagieren. Also ich habe früher auch solche Fähigkeiten nicht benutzt, weil ich mir gedacht habe, was sollen die mir denn bringen? Die KI ist ein Total War-Anfänger. Damit können wir, glaube ich, mal aufhören, für diese Folge. Ein sehr gutes Fazit. Die KI ist ein Total War-Anfänger. Wir haben was rausgearbeitet, du. Und die, ja, ist auch ein toller Titel für ein Video. Genau. Und ich würde sagen, wir haben noch, glaube ich, zwei Punkte zum Thema Schlachtkarten. Vielleicht auch noch drei, auf die wir dann im nächsten Video eingehen. Und da freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschaut oder reinhört und wenn ihr uns eure Fragen da lasst. Und bis dann wünsche ich euch alles Gute und sage Pax vobiscum, Valete. Tschüss.